Ja, hallo und herzlich willkommen zum letzten Tag, zum Beintag. Das ist immer so eine Hassliebe bei mir. Ich starte immer mit den Adduktoren. Dann mache ich eigentlich Beinbeuger sitzend. Ich muss mal gucken, ich hasse diesen Beinbeuger hier im Gym. Der scheint für meine Körperproportion echt ungeeignet zu sein, oder ich habe einfach die gute Einstellung, die beste Einstellung noch nicht gefunden. Deswegen werde ich, denke ich, heute den liegenden machen. Mache ich sonst immer andersrum. Und dann mal Beinpresse oder mal schauen. Ja, Beine trainiere ich ehrlich gesagt lieber in Fit One. Da gibt es schon mehr Möglichkeiten, aber es soll keine Ausrede sein. Deswegen mache ich jetzt einen kleinen Aufwärmsatz hier mit 103. Ganz entspannt und dann mal gucken, wie viel geht. Ach, ich filme nachher natürlich schon mit. Bleibt gleich. Ja, ich versuche halt das Explosive auch hier umzusetzen. Drop 117. Oh, reicht. So, ich habe mir das Ding schon mal eingestellt. Wie gesagt, normalerweise mache ich immer erst den Sitzenden. Deswegen habe ich jetzt mal auf 81 Kilo gemacht. Ich denke, das kommt hin, ohne die Vorermüdung durch den sitzenden Beinbeuger. Mal schauen.
vielleicht einen Tick zu schwer, aber ich mache trotzdem noch mal einen Satz mit 81. Mag natürlich daran liegen, dass ich immer erst den Sitzenden mache, aber fällt mir echt schwer gerade. Vor allen Dingen die linke Seite. Da merke ich ganz deutlich, dass sie schwächer ist. Ich hatte mal relativ schwere Verletzungen links. Und das wird nie wieder so wie das gesunde Bein, sag ich mal. Na komm, direkt. Ich denke, ich gehe mal auf 60. So, also ich werde dem Beinburger eine Chance geben. Achso, ich habe mir sagen lassen, im Frauenbereich gibt es einen anderen sitzenden Beinbeuger, aber ist halt im Frauenbereich. Aber ich werde dem jetzt nochmal die Chance geben. Ich habe das Ding mal versucht einzustellen. Direkt Fullstack 100 Kilo. Mal schauen. Ja, desto häufiger ich ihn benutze, desto mehr denke ich, so kacke ist er gar nicht. Ist halt einfach sehr, sehr ungewohnt. Ich mag es einfach lieber, wenn die Oberschenkel schön fest eingespannt sind. Und das ist hier eben nicht so.
Ich weiß nicht, wie man diese Stange nennt. Da hat man das Gewicht auf jeden Fall ein bisschen mehr vorne. Ich glaube, es geht ein bisschen mehr auf die Quads, aber keine Ahnung. So auf jeden Fall anstrengend für mich als mit der geraden Stange. So, das ging echt gut. Ich denke, wir erhöhen mal um 20 Kilo. Ja, ich denke, das ist okay, das Gewicht. Ich werde jetzt noch einen Satz machen und man hat gesehen, das wären immer noch ein, zwei, drei Wiederholungen möglich, aber da fehlt mir, glaube ich, der Wille und der Ehrgeiz, um einfach noch zwei, drei zu machen. Ich mache es eigentlich nur, damit ich überhaupt irgendwas Freies im Bein treten kann. Thank you.
Oh. So, reicht. Das sind 160 Kilo. Hat mich verwundert. Das ist hier so eine 40 Kilogramm Gym 80 Scheibe. So, jetzt Beinstrecker, Live Fitness, 72,5. Ich finde den irgendwie schöner als den von Hammer, so vom ja, Bewegungsprofil, wie sagt man, das Profil. So, letzter Satz, da probiere ich echt nochmal alles rauszuholen. Ja, für die Waden habe ich sonst immer die sitzende Variante gemacht. Die hier haben wir im Fit1 Plate Loaded. Da ist ja auch irgendwie die Ablage hier höher. Finde ich angenehmer. Ich werde jetzt einfach mal 135 Kilo probieren. Mal schauen. Ich werde mich mal drauf einlassen. Leicht. 165.
155. Aber dann nochmal ein neuer Satz. Ich bin von der Maschine überzeugt. Ich habe die letztes Mal durch Zufall ausprobiert in Fittorn. Habe 5 Sätze, schwere Sätze gemacht und ich glaube, ich hatte eine Woche Muskelkater in den Waden und ich habe sonst nie Muskelkater in den Waden. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass hier dieser der äußere Teil des Zwillingsmuskels da besser beansprucht wird. Ich weiß jetzt den Fachbegriff nicht. Ja, dabei werde ich es erstmal belassen. Ich merke schon den Waden. Und möchte einfach nicht nochmal so einen Muskelkater bekommen. Ja, das war's mit dem Beintraining. Ich denke, es ist nicht ausreichend, damit wirklich die Beine wachsen. Aber es ist auf jeden Fall ausreichend, damit sie nicht schlechter werden. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Bauch, wenn ich es mal mache. Ich bin da immer ein bisschen auch am Rumexperimentieren, weil so richtig glücklich bin ich mit den ganzen Bauchübungen nicht, mit den Maschinen schon gar nicht. Und ich habe jetzt bei Michael Schneider eine gute Übung gesehen, die ich mal probiere nachzumachen, so gut ich es kann. Also das sieht unspektakulär aus, aber irgendwie spüre ich da die Bauchmuskeln wirklich noch am besten. Vor allem kann ich da die Muskeln wirklich schön kontrolliert komplett dehnen und kontrahieren. Sonst kriege ich sehr schnell Krämpfe in den Bauchmuskeln. So, und jetzt probiere ich mal Beinheben. Habe ich sonst nie gemacht, den unteren Teil. Oh!
Es brennt auf jeden Fall. Ich weiß allerdings nicht, ob es wirklich im Bauch ankommt oder ob es eher der Hüftbeuger ist. Ich werde noch ein, zwei Sätze probieren. Ich glaube, die Luft ist raus für heute.